Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Surviving Mars Green Planet. Und ja, grün ist er tatsächlich schon, der Planet. Wenn man schaut, wir haben schon einen blauen Himmel. Halt's ja nicht aus. Eigentlich müsste ich jetzt mal glatt in die Planetenansicht rausschalten. Ja. Da hat sie noch nicht... alter Schwede, da haben wir ein richtiges Meer, haben wir da. Wow. Okay, was wir auf jeden Fall machen können gleich, ist eine weitere Expedition ausschicken, um die Vegetation zu verbreitern. Das machen wir, weil unsere Rakete ist ja auch schon wieder da. Das heißt, die wartet jetzt nur darauf, dass sie beladen wird und getankt wird. Und dann startet diese wieder los. Schauen wir mal, wie es unseren Farmen geht. Noch nicht genug Wasser. Ich muss ein bisschen mehr Wasser produzieren. Okay, die sind noch nicht upgraded, sehe ich gerade. Okay. Das heißt, diese hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Kein Treibstoff für Shuttles. Okay, dann machen wir hier jetzt mal den Fabriken-Upgrade. Die Fabriken-KI. Ich meine natürlich sagen, so viele neue Shuttles bauen wie nur möglich. Dann auch gleich, dass wir da wieder ein paar Drohnen dazu quetschen. Toll, eine. Aha. Wir haben schon wieder einen Obdachlosen. Okay, nicht mehr. Aber einen Arbeitslosen, Mediziner. Das geht einmal gar nicht. Den können wir rüberschicken zum Wilson. Dort braucht man nämlich noch immer Mediziner. Genau. Damit sich da auch ein bisschen was tut. Aber ich bin gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich das haben will. Ja, natürlich eine coole Sache, wenn ich da dann so meine riesengroße fette Farm habe und hier hinten die Lager alle voll mit Nahrung und so. Wow. Gut, hier muss ich auf jeden Fall noch einstellen. Ne, das mache ich drüben daheim, bei der Kuppel. Also bei dieser Farm. Und das für alle einstellen. Genauso das für alle. Und hier... jenes für alle Farmen. Das heißt, ich sollte jetzt oben überall dieselbe Einstellung haben und dieselben Sachen produzieren. Ja, sehr gut. Ist ja schon mal was Positives, dass die Farmen diese Einstellungen übernommen haben, auch wenn noch nicht alle Farmen laufen. So, und wir werden jetzt auch hier sagen... Maschinenbauteile hier einsammeln und hier ins Lager bringen. Nukleares Terraforming. Was war das? Ich glaube, das war das mit dem, wir lassen eine Rakete explodieren oder sowas. Genau. Polarkappen schmelzen. Mehr Wasser vorkommen. Auch nicht uninteressant. Werden wir vielleicht auch ein, zwei Mal machen, je nachdem, ob uns das wirklich eine ganze Rakete kostet. Ich sollte aber wieder neue Sachen reinhauen in die. Forschung. Nee, das ist ein Blödsinn. Ja, machen wir halt von mir aus das. Ja, das ist ein. Das dazu. Und von mir aus auch das. Auch wenn wir kein Sanatorium haben.
Weil ich es, glaube ich, noch nicht erforscht habe, oder? Nee, ist die Klinik. Das Sanatorium ist das da. Okay, ja, das erforscht man ja dann. Gut. Polarkappen schmelzen. Eine Rakete geht verloren. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Eieieiei. Wollen wir natürlich nicht. Da sagen wir auf jeden Fall weitere Shuttles produzieren. Wir sagen auch weitere Shuttles produzieren. Wir sagen auch weitere Shuttles produzieren. Bei diesen Shuttles stellen wir auch ein, dass die nur Ressourcen transportieren dürfen und keine Menschen. Weil um die Menschen sollen sich die zwei Shuttle-Hubs hier kümmern, die wir haben. Ich glaube, das sollte reichen. So, was anderes. Wir haben schon wieder einen Obdachlosen. Warum, weshalb, wieso? Ohne Spezialisierung. Du kannst ja hier arbeiten. Und von mir aus hier wohnen. Ah, wie schaut's aus? Willst du das machen? Ja, sehr gut. Dann haben wir wieder Arbeitslose. Und zwar eine Menge Mediziner. Können wir ja auch hierher schicken wieder. Wenn er das irgendwann einmal macht. Ohne Spezialisierung. Du kannst doch in die neue Kuppel. Warum gehst du nicht in die neue Kuppel? Da suchen überall irgendwelche Geschäfte, irgendwelche Leute. Okay, wenn der nicht... Oh ja, der will jetzt zum Wilson übersiedeln. Passt. Dann lassen wir den in Ruhe. Ohne Spezialisierung. Ich glaube, den habe ich schon ausgewählt, aber ich mache es gleich noch einmal. Ich glaube, ich werde hier auch die letzte Schicht öffnen. Genauso wie hier. Und hoffe mal, dass es irgendwie reicht. Achso, eins liefert 3,6. Also wir haben 4, die liefern auch 3,6. Oh ja, 4, 8. 12, 14. Ist noch immer zu wenig. Was für eine Kacke. Ich kann das ja nicht alles vollpflastern hier mit so Vaporisatoren. Ich meine, gönnen schon, ja. Und ich werde es auch machen. schaut ja kacke aus. Funktionierenden Gebäude, die machen mich ein bisschen nervös. Aber nur ein kleines wenig. Ein klein bisschen. Also werden halt alles Gebäude sein, die nicht funktionieren wegen XY. Unser Rover ist auch unterwegs, das ist gut. Und wenn wir
jetzt hier mal anfangen zum Einstellen. Maximale Menge 2500. Selber machen wir hier. Jetzt haben wir überall eingestellt, 2500 Maximalmenge, außer beim Edelmetall. Das wird ja eh durch den Lift alles immer schön brav nach oben geschickt. Das rennt ja wie am Schnürchen, kann man sagen. Da fliegen unzählige Shuttles herum. Funding received. 12, da wird noch gebaut. Da wird noch gebaut. Und hier wird auch noch. Also da kommen noch einige Shuttles dazu, alter Schwede. Das wird dann lustig, wenn da überall, ja, man sieht es eh auch schon auf der großen Karte, wenn ich da mal weggehe mit dem Cursor, dass man ein bisschen besser sieht. Also die Shuttles sind unten kreuz und quer unterwegs, diagonal. Schaut ja schon richtig geil aus. Schaut ja schon richtig, richtig gut aus. Okay, gut, ich muss jetzt noch schauen, dass ich die anderen, jetzt kommt schon wieder Sarah Regen. Die neuen Dinger jetzt, die ich jetzt gebaut habe, die neuen Vaporisatoren auch alle upgrade. Weil vielleicht haben wir dann doch genug Wasser, um auch den letzten hier zu betreiben. Warum läufst du jetzt nicht? Genau, so muss das sein. So muss das auch schon. Es fehlt halt noch der da unten, aber danach. Geiler Scheiß, sage ich nur. Das hat ja dann wirklich schon ein bisschen was von industrieller Nahrungszubereitung oder Nahrungsproduktion eigentlich. Und hier unten haben wir das Megalager. Bin gespannt, wie lange das dauert, bis das voll ist. Das wird sicher auch noch bald passieren. So, du kriegst jetzt noch eine Tonne dazu, dass du auf 20 kommst. Dann werden wir die restlichen Drohnen, die schon fertig sind, oben weiter dazu stopfen, weil da brauchen wir ja auch dringendst Drohnen. Da werden wir dazu geben 10. Genau, und hier geben wir mal die 5 dazu. Jetzt hat das schon wieder gestoppt. Was ist denn da los? Stromproblem dürfte ja keines sein. Kontrollzentrum, Lebenserhaltungsnetze, drittes Netz. Produktion 60, Verbrauch 50. Okay, wir brauchen eigentlich 60, weil wir haben ja 6 Farmen, die jeweils 10 Einheiten Wasser brauchen. Wir produzieren 59,9. Jetzt ist die Frage, bist du schon upgegradet, was ich da dazu gehört habe? Ja, bist du. Verdammte Kacke. Ist noch immer um eines zu wenig.
Wie schaut es mit dem Stromverbrauch aus? Den sollte ich mal eher anschauen, weil vielleicht kann ich dann ein paar Windräder wegreißen. Kontrollzentrum, nicht Transport, Stromnetze, genau. Stromnetze, Netz 3. Wir produzieren 226,6 und brauchen 95. Wir haben einen mega Überschuss da herüben. Das heißt, ich könnte locker das hier wegnehmen. Und dann hier drinnen nochmal einen Wasser- oder Feuchtigkeitsvaporisator bauen. Den dann natürlich auch upgraden. Dann sollte man eigentlich genug haben, dass das Ding dann auch läuft. Ah ja, ich sollte diese Dinger vielleicht hier einstellen, dass die voll werden. Können wir das auf 80? Also wie das hier. Reiner Regen jetzt möglich. Neu, Regen. Wir hatten doch schon Regen. Oder meinen Sie jetzt, dass gar kein saurer Regen mehr auftaucht? Na, da steht ja, giftiger Regen kommt. Ey, ich kenne mich nicht aus. Das habe ich gemeint. So halten wir das. Ach, schaut das geil aus. Gut, ich muss mich aber wieder um die Kuppel kümmern, also um die Kolonie kümmern, weil wir haben 4 Obdachlose, was mal gar nicht geht. Ohne Spezialisierung. Da, komm her. Nein, ich muss die Schichten zumachen, ich depp. Deswegen. Wo waren das jetzt? Das war hier, oder? Genau, weil sonst haben wir das Problem, dass da zu viele Leute wohnen wollen. Wir können aber hier wiederum solche Gebäude bauen. Das waren... von mir aus diese Robotik-Dings da. Und dann auch noch eine VR-Werkstatt. Weil dann schaffen wir hier drüben wieder viele Arbeitsplätze. Hier brauchen wir eh welche. Kannst du bitte keine Arbeitskraft? No, wir brauchen Wohnplätze für Kinder. Ja, dann müssen wir sowieso hier wieder jetzt auch Kinderstätten bauen. Und vermutlich auch wieder Schulen. Fertigteilkomprimierung. Alle Spitzengebäude können jetzt auch eingeflogen werden. Das ist sehr cool. Da muss ich sie nicht bauen lassen, sondern kann sie mir quasi kaufen. Das werden wir jetzt in Zukunft auch machen. Denn da ich auch die Polarkappen schmelzen möchte und Raketen somit opfern muss, werden wir das so machen. Und eine Rakete mal anfordern. So, was ist der jetzt? Jetzt ein bisschen Gas, bitte. Was sollte ich hier aber auch wieder einstellen, dass Kinder erlaubt sind? So, das habe ich hier angestellt gehabt, ich Depp. Sonst ist ja alles recht wurscht. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir da die Obdachlosen, was wahrscheinlich alles Kinder sind, genau, gleich hier unterbringen.
Okay, du übersiedelst eh schon. Mach's nochmal. Gut, dann fehlen jetzt nur mit zwei, ebenfalls Kinder. Steuerung. Genau. So, jetzt sollte ich ja alle Kinder beieinander haben. Wir haben keine obdachlosen Kinder mehr, das ist ja mal schön. Und gut so. Der saure Regen macht natürlich jetzt wieder alles kaputt. 20 nicht funktionierende Gebäude. Ja, davon darf man sich jetzt in diesem Stadium nicht mehr schrecken lassen, weil davon sind wahrscheinlich mindestens 7 Farmen und dann noch gute 15 oder so Aufforstungsstationen. Apropos Aufforstungsstationen, warum nicht? Hier aber nicht, weil hier bräuchte ich dann wieder ein eigenes Lager für die wie heißt das? Für Saatgut. Dadurch, dass ich aber da drüben Saatgut habe, kann ich das ja hier machen? Sind sicher bei den Terraformen. Ja. So, wo stellen wir dich hin? Wo störst du nicht? Hier? Wie hier? Ich habe schon wieder einen Obdachlosen. Ich hoffe, das ist wieder nur ein Kind, was noch nicht drüben in der anderen Kuppel ist. Kind, ja. Coole. Okay, die zweite Schule wird ja auch gleich gebaut. Das passt. Hier stellen wir ein. Nur Leute ohne Spezialisierung. Und haben somit auch wieder Unmengen an Arbeitsplätzen. Das ging aber schnell. Ich muss ja auf jeden Fall einstellen, die Spezialisierung. Wir brauchen auf jeden Fall Leute ohne ohne irgendeine Spezialisierung. Wir brauchen Mediziner, Offiziere und die Leute von selbst auch hier rüber wandern und ich nicht immer alles machen muss. Genau, werden schon weniger. Okay, wird mehr. Nein. Und dann werden wir hier jetzt auch ein paar solcher Gebäude aufbauen. Das Ding hätte ich eigentlich da hier dazu bauen können, nicht Depp. Was für ein wunderschöner Tanz an Drohnen und Shuttles das ist. Oh, ist das eine Birke? Wir haben tatsächlich eine Birke. Funding received. Funding received. Wieder mehr Kohle erhalten. Sehr schön. Wir sind auch nur bei 6 Arbeitslosen. Das ist natürlich auch sehr schön zu sehen. Sobald das Gebäude fertig ist, stelle ich es natürlich auch um, dass hier nur Leute ohne Spezialisierung arbeiten dürfen. Schon haben wir nur mal einen Arbeitslosen. Das ist ja schon mal was Schönes.
34 von 192, 184 von 184, 256 von 256. Wow. 96 von 96. Okay, also die Kuppeln da hinten am Ende sind relativ leer. Diese hier sind ziemlich voll. Und ja, randvoll teilweise sogar. Also ja, ich glaube, ich bin jetzt an diesem Punkt angekommen, wo ich immer wieder gesagt habe, davor habe ich ein bisschen Angst vor diesem Zeitpunkt. Wo es dann eigentlich nur mehr darum geht, Kuppeln zu bauen und Arbeitsplätze zu schaffen und Kuppeln zu bauen und Arbeitsplätze zu schaffen, weil es einfach, ja, nur mehr so geht. Aber die Farm, denke ich, ist schon ganz cool. Traumrealität, das Morphos-Projekt, sehr schön, das können wir dann auch gleich hauen, also in Auftrag geben. Und zuerst muss ich schon wieder schauen, ich habe schon wieder Obdachlose. Das ist ja keine Spezialisierung, Obdachlos. Okay, da, komm her. Fang hier an zum Arbeiten. Dann hast du auch gleich einen Wohnplatz. Biologe. Sorry, die ist nicht zum Helfen. Wissenschaftler, na, hallo? Haben wir nicht genug Arbeitsplätze? Anscheinend nicht, ne? Okay, arbeitet Mars-Universität und übersiedelt jetzt in die Wilson-Kuppel. Ich habe doch hier gar keine Arbeitsplätze. Oh ja, 5 Arbeitsplätze. Aber davon sind mit Sicherheit 2 medizinische Sachen, oder? Nicht einmal, nein. Egal. Ich kann mich dann nicht um alles kümmern, so leid es mir tut. Aber ich hatte jetzt noch so ein Saatgutlager aufstellen. Vielleicht sogar ein zweites. Das stellen wir auch wieder auf 80 ein. Genauso wie das hier. Weil dann kümmern sich die Shuttles darum, dass hier Saatgut reinkommt. Und ja, die Drohnen können es dann verteilen. Weil das ist der Grund, warum sich diese zwei Dinge momentan nicht drehen. Die warten einfach auf Saatgut. Funding received. Oder auch nicht. So, verfolgen wir das. Ist das genial. Sensationell. Ich glaube, ich werde mich mit diesem Bild auch gleich von euch verabschieden. Denn wir sind schon wieder knapp an der Grenze dran. Und ja. Ich freue mich, wenn da alle Felder gefüllt sind mit so Büschen und Nahrung und was weiß ich allem. Wird aber sicher noch ein bisschen dauern. Was heißt, das werden wir dann wahrscheinlich übernächste Episode oder so sehen. Ich sage jetzt an der Stelle einfach wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.